Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Glückspferde, deinem Podcast für ein glückliches und erfülltes Leben im Spiegel der Pferde. Mein Name ist Tina Schumacher und ich freue mich, dass du da bist und inspirierende Geschichten mit mir teilen möchtest. Viel Freude beim Anhören dieser Folge. Hallo, schön, dass du da bist hier in meinem Podcast Glückspferde. Ich möchte dich heute in meinem Auto wieder auf eine Folge mitnehmen, die sich rund um das Thema radikale Ehrlichkeit dreht und was ja, es für dich bewirken kann, wenn du, wie die Pferde uns das so oft vorleben, radikal ehrlich bist. Was bedeutet das überhaupt für mich? Also ich würde erstmal behaupten, dass radikale Ehrlichkeit ein Zustand der vollkommenen Klarheit ist, gleichzeitig aber weder wertend noch in irgendeiner Weise verurteilend oder missgünstig oder jemand anderen verletzend in Anführungsstrichen. Das kann durchaus auch mal verletzend sein, wenn wir radikal ehrlich sind. Es wird aber nicht dafür instrumentalisiert, um jemanden zu verletzen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, denn das ist genau der Unterschied zu Narzissmus. Und also das habe ich selber schon erlebt, dass sich auf die Fahne geschrieben wurde, radikal ehrlich zu sein. Und das aber auf eine extrem verletzende und ja sehr, sehr fordernde, direkte, gut, direkt ist das Ganze immer, aber ich finde noch nicht so ganz die richtigen Worte dafür. Vielleicht finde ich die im Laufe dieses Podcasts. Auf jeden Fall wurde das auf eine wenig wertschätzende Art und Weise gelebt und tatsächlich auch wenig darauf bedacht, die Grenzen des Gegenübers in irgendeiner Form zu wahren. Also ich glaube, das trifft's ganz gut. Und dann geht's ja oft für mich eher in Richtung narzisstisches Verhalten, weil ich dann damit irgendwie etwas erreichen möchte oder vielleicht den anderen durch Kritik vielleicht viel kleiner machen möchte, als er oder sie das dann eigentlich letztendlich ist. Und dann wird es tatsächlich ungesund. Also für denjenigen, der die Kritik auffangen muss, die dem die Kritik entgegenprallt und grundsätzlich eben auch dem, der sie verteilt, denn damit verschließen er oder sie sich dann eben auch vor einem persönlichen Wachstum, weil wir ja damit nur versuchen, unser Gegenüber kleiner zu machen, als wir uns gerade fühlen. Genau. Verstehen muss man dann auch immer, dass radikale Ehrlichkeit in diesem Moment, und das darf derjenige, dem ein bestimmtes Verhaltensmuster entgegengebracht wird, immer auch selber wieder erinnern, dass das in jedem Fall mit der Person, die dir gegenüber steht, sitzt, was auch immer gerade zu tun hat. Und so ist es natürlich auch mit den Pferden. Wir handeln aus unseren eigenen Erfahrungsschätzen heraus und mit unseren eigenen Mustern, mit unseren eigenen Vorstellungen, sprich aus unserer eigenen Welt. Und interpretieren dann gewisse Dinge vielleicht auch ganz anders, als das jemand anderes tun würde. Natürlich interpretieren Pferde nicht viel, aber trotzdem haben sie auch ihre Vergangenheit mit ja, gewissen Mustern und Erfahrungen in sich, die sie natürlich prägen in ihren Reaktionen. Zumindest so lange, bis sie Vertrauen gefasst haben, bis sie absolutes Vertrauen gefasst haben. Und trotzdem, und ich glaube, genau das ist der zentrale Unterschied, wenn wir uns jetzt ansehen, wie Pferde so eine radikale Ehrlichkeit leben, dann geht das zwar aus ihrer Welt heraus und das eine Pferd hat eben auch, also reagiert vielleicht viel ängstlicherer, zurückhaltender, schüchterner, sage ich auch schon mal, auf gewisse Dinge als das andere Pferd. Aber dennoch können die Personen, die sich damit schon ein bisschen länger befassen, also wenn du jetzt gerade gar nichts mit Pferden zu tun hast, dann
dann kannst du das vielleicht noch relativ schwer nachvollziehen. Aber die, und das werden die meisten sein, die diesen Podcast hören, die, die sich mit diesen Tieren umgeben, wissen, das hier hat nichts jetzt mit meiner Person an sich zu tun. Das heißt, es ist jetzt keine persönliche Abneigung gegen mich, sondern es ist die Reaktion auf genau diese Situation aus entweder Erfahrungsschätzen oder eben, ja, und oder dem, was ich jetzt vor allen Dingen auch an emotionalen Mustern gerade selbst in mir trage. Denn das ist natürlich schon ein ziemlich ausgelutschter Satz, aber das Pferd ist unser Spiegel und es zeigt dir ganz klar, was jetzt gerade im Moment in dir vorgeht. Und ich habe das eben auch erlebt ganz oft, wenn ich zu ehrgeizig war in irgendeiner Situation und ja wollte, oder ja, noch einfacheres Beispiel, es hat auch mit Ehrgeiz zu tun, aber veranschaulicht das Ganze noch viel mehr, ist, ich wollte Prüfungen üben und habe mir dann ganz bewusst für die Übung der Prüfungen auf dem Turnier einfach zu Hause meine Kamera aufgestellt und habe da mitgefilmt. Und in dem Moment, wo ich wusste, dass die Kamera jetzt da steht, habe ich versucht, es besonders gut zu machen. Was ist also in mir passiert? Also ich wollte es natürlich mal gerade übersetzt nur für die Kamera, wie auf dem Turnier auch nur für die Leute, die da zugucken, gut machen, weil ich Angst hatte, da in irgendeiner Form zu versagen, nicht gut genug zu sein, ja, das Gefühl in den Köpfen anderer auszulösen, was macht die Frau da oder was macht die verkehrt mit ihren Pferden, weil eben doch auch in der heutigen Gesellschaft super viel gewertet wird. Und ich konnte das nicht ausschalten, habe es aber auch gar nicht so richtig wahrgenommen, dass genau diese Gefühle in mir waren. Auf jeden Fall, Kamera aufgestellt, losgeritten. Ich habe zugemacht, erstmal unbewusst. Jetzt weiß ich es ja, jetzt ist es mir viel bewusster, jetzt kann ich auch viel besser damit umgehen. Und mein Pferd hat dementsprechend reagiert und es klappte im Grunde schon gar nichts mehr. Also gar nichts mehr in Anführungsstrichen, aber es war halt einfach überhaupt nicht mehr so eine Verbindung und nicht mehr so harmonisch wie vorher. Dafür habe ich tatsächlich ein bisschen gebraucht. Mir ist das alles nicht in die Wiege gelegt. Einfach so, einfach genau das zu machen, was ich gerade mit dem Pferd empfinden möchte und was ich gefühlsmäßig jetzt für wirklich gut in der Situation halte. Ich habe mich viel zu oft vom Außen prägen lassen und das musste ich, wie gesagt, üben. Und das geht erst dann, wenn dir diese Dinge bewusst werden. Und da war mein Pferdchen damals, meine Pferde. Eigentlich haben mir das alle gezeigt, außer mein Ältester, der hat das so ein bisschen aufgefangen, aber das tun halt einfach die wenigsten Pferde. Und besonders meine beiden anderen haben mir das so, so, so extrem gespiegelt. Und ich habe es eben lange nicht gesehen. Die waren immer ehrlich mit mir, aber ich finde, und das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, das Flüstern der Pferde, das passiert bei den Pferden auf eine unfassbar feinfühlige Art und Weise. Sie zeigen dir was, aber sie sagen dir quasi nicht, wie das ein Mensch schon mal tut, wenn demjenigen dann irgendwas nicht passt. Du bist scheiße, wenn das jetzt gerade irgendwie nicht so perfekt ist und man selber vielleicht an dem Moment auch gar nicht so wirklich weiter weiß und klarkommt. Das ist einfach eine simple Reaktion auf einen Zustand, der jetzt gerade vorhanden ist. Und wenn du den Zustand auflösen kannst, dann kann sich die Situation jetzt auch schnell wieder auflösen. Als ich das dann nämlich geübt hatte und für mich, also mir hilft es total, mir zum Beispiel auf dem Turnier immer zu sagen, es geht nur um unsere Verbindung, es geht das, was es geht. Ich möchte genauso reiten wie zu Hause, es soll sich so toll anfühlen wie zu Hause. Und ich möchte nur, dass mein Pferd sich auch wohlfühlt. Und das kann der ein oder andere vielleicht nicht verstehen. Der Nächste, der wirklich ehrlich mit sich ist und vielleicht auch das Thema hat, dass er sich manchmal
vom Außen doch mehr prägen lässt oder generell an das Thema Kindererziehung und ja, Meinungen von außen denkt. Es ist nicht immer so leicht, sich davon abzugrenzen. Und ich glaube, da dürfen wir Menschen, auch wie die Pferde, in unserer radikalen Ehrlichkeit so vorsichtig und wertschätzend sein, dass wir nicht direkt jemand anderen vor den Kopf stoßen. Denn sobald wir das tun, macht der doch noch mehr zu und versucht, sich irgendwie noch mehr zu verstellen und versucht noch mehr, wie soll ich sagen, irgendwie Erklärungen für sein Verhalten zu finden, die eigentlich gar nicht seinem Inneren und der tatsächlichen Angst dahinter entspringen. Auch das ist ehrlich, tatsächlich zu zeigen, wovor du Angst hast. Das machen Pferde zum Beispiel, wie auch kleine Kinder. Das machen die einfach. Oder generell Emotionen zu zeigen. Das können wir, ich glaube, von Pferden und kleinen Kindern können wir das so, so unfassbar gut lernen. Und auch das ist schon ein wirklich ehrlicher Ausdruck. Denn das ist ja wieder das, was ich gerade in meinem Beispiel mit Ehrgeiz und Filmen und Kamera aufstellen und zumachen erklärt habe. Es nützt dich nichts. Es schwingt ja sowieso dieses Gefühl mit. Also ich musste das Gefühl tatsächlich auch erstmal akzeptieren, dass ich jetzt das Ganze besonders gut machen wollte. Hat mich natürlich selbst genervt, weil ich wusste, das ist unsinnig und das ist eigentlich gar nicht das, was du zentral möchtest. Aber diese Angst hat mich in irgendeiner Form so sehr geprägt, dass ich das am Anfang nicht so gut auflösen konnte. Und trotzdem habe ich mich bemüht, also das ist keine Entschuldigung für irgendwas, sondern dann bist du eben gefragt, dich da weiterzuentwickeln und ja, immer weiter zu probieren, dahin zu kommen, dass du das für dich auflöst. Und das ist am Anfang schwierig, wie so vieles, das sage ich auch so oft hier in diesem Podcast, aber nach dieser Schwere kommt dann auch irgendwann die Leichtigkeit. Also ich bin mir mittlerweile so sicher, dass ich da überhaupt gar keinen Gedanken verschwende, das nicht hinkriegen zu können. Weil es funktioniert immer, wenn du dran bleibst. Das ist irgendwie etwas, wenn du das wirklich willst und dran bleibst, dann kriegst du das hin. Dafür kann ich irgendwie fast meine Hand ins Feuer legen, obwohl das gar nicht funktioniert. Aber, und das spürst du, glaube ich, auch, weil das mit meinem Gefühl innen drin resoniert. Das ist radikal ehrlich. Genauso fühlt sich das für mich an. Und nicht so, vielleicht klappt's oder nee, das kriegst du nicht hin, was weiß ich. Nein, ich glaube, wir kriegen das hin, wenn wir das wollen und wenn wir dafür losgehen. Genau. Und ich glaube eben, das ist das tatsächlich ganz Besondere an Pferden, dass sie uns das so subtil und wertschätzend zeigen, was wir dann da gerade irgendwie für ein Thema haben. Nur, und das ist die Kehrseite dessen, also irgendwo behältst du so eine Offenheit, dich tatsächlich weiterzuentwickeln, weil du nicht sofort vor den Kopf gestoßen wirst und zumachst. Denn das passiert eben, wie ich das eben schon gesagt habe, sehr, sehr oft. Wenn wir direkt Leuten irgendwas an den Kopf stoßen, dann fehlt einfach diese Offenheit. Allerdings ist die andere Seite der Medaille natürlich, dass die Dinge vielleicht schon mal so ein bisschen länger dauern, sie zu erkennen. Eben weil wir nicht sofort drauf gestoßen werden, sondern das häppchenweise hingeliefert kriegen. Andererseits muss ich sagen, wenn wir drauf gestoßen werden und zumachen, dann dauert es noch länger, denn dann schieben wir dieses Thema komplett von uns weg und koppeln das sozusagen irgendwie von uns ab. So wie das damals beim Thema Halsringreiten bei mir war. Da hat mich zwar keiner so drauf gestoßen und mich unter Druck gesetzt. Ich mich allerdings total selbst, weil ich dachte, wenn du das nicht kannst, dann kannst du nichts. Also in Anführungsstrichen. Ich war immer sehr, sehr streng mit mir früher.
Und ja, und dann habe ich dieses Thema irgendwie von mir abgekoppelt. Und das passiert auch dann oft, wenn uns Menschen irgendwo drauf stoßen. Und letztendlich, ich glaube, das hast du auch schon x-mal gehört, es ist wie bei einer Suchterkrankung, beim Rauchen oder sonstigem. Du musst das schon selber wollen. Du musst schon selber diesen Weg gehen wollen. Das ist auch das, was ich eben meinte. Dann bin ich mir sicher, dass du es schaffst. Aber wenn du den Weg nicht gehen willst, ja gut, dann wirst du es nicht schaffen. Da bin ich mir genauso sicher und da kann ich auch genauso ehrlich mit dir sein. Und das ist auch einfach eben nur neutral gesprochen, so wie sich das für mich anfühlt. Genau. Ja, und ja, was einfach, glaube ich, für mich, was ich weiß, was für mich im Zentrum steht, ist diese wertschätzende Art, dass sich selbst radikal ehrlich zu zeigen. Das heißt, sich selbst so auszudrücken, wie du dich jetzt gerade in dem Moment fühlst, wie du bist, was du tatsächlich denkst, damit das Ganze miteinander im Einklang schwingt. Denn ob wir das wollen oder nicht, das wirst du einfach merken. Also gerade wenn wir mit Tieren arbeiten, die Tiere merken das sowieso. Bei uns Menschen ist das manchmal so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen verschüttet, könnte man behaupten, was bei Kindern noch gar nicht so der Fall ist, aber eben bei Erwachsenen. Aber trotzdem gibt's einige viele, die da ein ganz schönes Gespür für haben, ob etwas stimmig ist in sich, das, was wir sagen und das, was wir tatsächlich auch ausstrahlen, oder ob etwas ja irgendwie sich so ein bisschen konträr zueinander anfühlt. Und wenn du dir das jetzt schon anhörst und da reinfühlst, dann merkst du schon, dass das, wenn das nicht miteinander in Einklang ist, sich ja auch schon von der Sache her total anstrengend anhört und sich das auch anfühlt. Also ich muss selber sagen, ich habe eine Zeit lang gedacht, ich muss anders sein. Ich bin so nicht ganz richtig und ich muss mich so und so verhalten, weil ich einfach ein sehr schüchterner, zurückhaltender Mensch war. Und das heute, also man meint es nicht immer, aber ich habe das auch noch in vielen Momenten. Und seitdem ich das aber wirklich sagen kann, dann hat sich das, da hat sich ganz, ganz viel für mich gelöst. Und dann kann ich nervös sein, habe das aber trotzdem einmal quasi als Ventil ausgesprochen, war da ehrlich und trotzdem freuen die Leute sich, gemeinsam mit mir was zu machen und ja, mich auch für Vorträge zu buchen etc. Also das, wir bedenken dann oft, wir haben oft im Kopf, das eine ist ein Ausschluss für das andere. Aber das ist tatsächlich nicht so. Also trau dich wirklich, damit rauszugehen, wer du bist, wie du bist. Und du wirst immer dann die Personen finden, die tatsächlich zu dir passen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es tatsächlich, warum die Pferde untereinander so eine Symbiose finden, wenn sie sich tatsächlich auch irgendwo selber konstellieren, suchen können in einer auf einer Fläche, die passt. Wenn wir natürlich hier von kleinen Flächen, von beengten Räumen ausgehen, dann ist das alles schwieriger, wie das ja für uns selber auch wäre. Aber wenn ein Pferd genug Platz hat und Möglichkeiten hat, ja irgendwo Symbiosen zu entwickeln miteinander, dann entsteht ein super harmonisches, ja, eine super harmonische Gemeinschaft in der Herde. Und das finde ich zum Beispiel, also es geht natürlich auch nur deswegen, weil die Pferde klar miteinander sind, weil die Pferde ihre Plätze einnehmen, weil die flexibel sein können, reagieren können, weil da keiner irgendwie den Platz hier spielen muss, obwohl er gerade vielleicht denkt, dass er dieser Aufgabe jetzt gerade vielleicht doch nicht gewachsen ist oder dass jemand anders das vielleicht besser könnte. Also auch das ist radikal ehrlich und das schmälert nicht die Kompetenz eines Einzelnen, des jeweiligen.
Und da können wir dann eben auch wieder lernen, dass das radikale Ehrlichkeit uns dazu bewegt, unsere Potenziale bestmöglich zu entfalten. Denn wir können dann abgeben, wir können aber auch sagen, okay, da möchte ich jetzt irgendwie voranlaufen, das weiß ich, das ist mein Thema, das kann ich. Und vertraut mir, das ist jetzt gerade, ich weiß jetzt gerade den Weg, zum Beispiel. Oder ich hatte das jetzt noch bei einem Hängertraining vor kurzem. Und das ging schon alles recht schnell. Aber dann habe ich mich in dem Hänger an einen Satz von einer Trainerin erinnert. Da ging es darum, dem Pferd eher ein Gefühl zu vermitteln. Denn das ist ja auch immer das, was quasi im Sinne des Eisbergmodells, nicht der Spitze, dessen, was wir sehen, sondern dessen, was unter der Wasseroberfläche noch so passiert. Das ist ja immer das, was wir ausdrücken mit unseren Gefühlen, mit unseren Emotionen, mit dem, was eben keiner jetzt gerade sofort sieht. Aber wenn sich zwei Eisberge annähern, wo treffen sie zuerst zusammen? Natürlich ganz unten. Natürlich. Also da, wo du es nicht siehst. Da, wo du eben nicht das gesprochene Wort hörst, was ich jetzt zum Beispiel mit dir teile. Genau. Und da habe ich bei dem Verladetraining nochmal dran gedacht und mir selber nochmal gesagt, also mir ist bewusst geworden, ich wollte dieses Pferd jetzt in den Hänger kriegen. Aber warum will ich das? Warum will ich jetzt dieses Pferd in den Hänger kriegen? Das kann mir doch eigentlich total egal sein, ob dieses Pferd in den Hänger geht. Das war so ein Ding für mich. Das war etwas, was, ja, ich wollte jetzt unbedingt, dass ich quasi sagen kann, ich habe das x-te Pferd verladen. Also in Anführungsstrichen, das ist natürlich nicht alles so absolut zu betrachten. So extrem war das nicht in meinem Gefühl, aber das schwang schon mit. Und in dem Moment, wo mir das bewusst geworden ist, habe ich mir gesagt, nein, Tina, und selbst wenn dieses Pferd, ich wusste, das Pferd würde auf den Hänger gehen und das tat es natürlich auch, aber ich habe mir gesagt, selbst wenn dieses Pferd jetzt nicht auf den Hänger geht heute, du vermittelst diesem Pferd jetzt ein gutes Gefühl. Und du vermittelst nicht diesem Pferd weiterhin, dass du es jetzt unbedingt auf diesen Hänger haben möchtest. Du vermittelst dem Pferd das Gefühl, wie ich das auch mit Menschen oft mache, dass ich weiß, und ich wusste das ja auch, dass dieses Pferd das schaffen kann, dass dieses Pferd mutig genug ist und dass dieses Pferd mir vertrauen kann, langsam wieder auszusteigen. Und das war ehrlich. Alles andere war dieser Situation nicht angebracht. Und letztendlich sind wir ja dafür da, wenn wir so etwas machen, einem Pferd eine Sicherheit zu verleihen und nicht uns selber damit zu rühmen, dass ein Pferd jetzt auf den Hänger geht. So, und genau, und dann ging das übrigens auch noch viel schneller. Also es hat schon gut angefangen, aber dann ging das Pferd, keine Ahnung, in den nächsten 10 Minuten auch in den Hänger und ist davor wirklich lange nicht eingestiegen. Und da finde ich es einfach super, super spannend, was uns Pferde da zeigen können. Und ich glaube, das habe ich eben noch nicht gesagt, es ist sogar besonders nachhaltig, wenn wir diese Dinge, diese Ehrlichkeit zwar so ausdrücken und trotzdem verletzt es ja eben manchmal, trotzdem, also mich hat das auch verletzt, als Liviano mir gerade am Anfang x-mal weggelaufen ist und es macht mich dann auch in dem Moment, hat es mich damals ein bisschen sauer gemacht, weil ich jetzt wollte, dass das endlich mal funktioniert, aber es war trotzdem, es ist mir so in Häppchen geliefert worden, dass ich das irgendwie verpacken konnte und dass es für mich letztendlich nachhaltiger umzusetzen war. Ich hatte einfach meine Zeit, die ich brauchte, um mich mit meiner Persönlichkeit auseinanderzusetzen und mir dann selber darüber im Klaren zu werden, dass das hier gerade mit mir selbst steht und fällt und dass ich daran selbst etwas ändern kann und ändern sollte, wenn ich das eben anders haben möchte. So, und so hatte ich direkt auch nochmal was davon, dass ich jetzt eben in diesem Punkt nochmal ehrlicher sein kann, entspannter sein kann und
meinem Pferd eben auch klar, ganz klar diese Dinge vermitteln kann und ja gleichzeitig dann eben auch noch was für meine Persönlichkeit damit getan habe. Vor allen Dingen, was meine Gelassenheit in diversen Situationen anbetraf. Genau. Also ein wahnsinnig spannendes Thema und ich finde, es lohnt sich so sehr, ehrlich zu sein mit dem gewissen Maß an Wertschätzung, an Fingerspitzengefühl, an Empathie dem anderen gegenüber. Denn was du lernst, ist, du lernst dich selber noch mehr zu beobachten, deine Wirkung zu beobachten, wie ich dir das jetzt in verschiedenen Beispielen mitgeteilt habe. Und du lernst eine Wahnsinnsportion Klarheit. Und Klarheit erleichtert dein Leben ungemein. Denn wenn du nicht klar bist, auch mit anderen Menschen, wenn du keine klaren Worte findest, wenn du nicht ausdrücken kannst, wie du dich mit etwas fühlst, kann dir nicht geholfen werden. Und helfen setze ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Vielleicht willst du nicht, dass man dir hilft, aber vielleicht suchst du nach dem richtigen Kontakt oder, weiß ich nicht, mir fällt gerade kein anderes Beispiel ein. Auf jeden Fall, wenn du nicht damit rausgehst und wenn du dich nicht traust oder ja genau in Beziehungen, wenn du andere Wünsche hast oder Sehnsüchte, wenn du dich nicht traust, damit rauszugehen, dann kannst du da nichts verändern. Und du hast ja nur die Angst oder willst was verändern, wenn du gerade nicht so richtig wirklich zufrieden bist. Und vielleicht hast du aber auch Angst vor dem, was dann passieren könnte. Aber letztendlich bist du ja im Moment auch nicht richtig zufrieden. Also was kann schon... Also klar, schlimmer geht immer, sagt man mal. Aber es geht auch immer besser. Das muss man irgendwie auch nochmal so betrachten und immer dann, wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich die nächste und ich glaube, immer dann, wenn wir tatsächlich ehrlich sind, und ich glaube, das geht super vielen Menschen so, mir ging das schon x-mal im Leben so, dass ich super lange gewartet habe auf irgendetwas, weil ich mich nicht getraut habe aus irgendeinem Grund und dann bin ich es losgeworden und meistens ist es viel besser geworden, als ich es eigentlich geglaubt habe. Ich habe mein Leben entspannter leben können, weil ich nicht mehr so zwischen zwei Stühlen stand. Und wenn sich irgendwas, wie zum Beispiel auch eine Beziehung, dadurch ja irgendwie voneinander entfernt hat oder wenn was kaputt gegangen ist, dann war das eben auch im Nachhinein gut so. Genau. Ja. Radikale Ehrlichkeit. Guckt euch die Pferde um euch herum an und wenn ihr das jetzt tatsächlich gehört habt, ohne irgendwie etwas mit Pferden zu tun zu haben, fände ich das mega cool, dann schreibt das doch bitte mal in die Kommentare, aber auch sonst super, super gerne und es lohnt sich immer, dieses Thema anzusehen und das tatsächlich für super wichtig zu nehmen. Das erleichtert uns nicht nur den Umgang mit unseren Pferden, sondern vor allen Dingen auch den Umgang mit unseren Menschen um uns herum. In diesem Sinne, melde dich super gerne bei mir, wenn du eine Geschichte zu erzählen hast und wenn ich dich interviewen darf. Ich bin immer auf der Suche nach spannenden Interviewpartnern und Gästen, die ich dann bei mir einladen darf und mit denen ich eine Runde quatschen kann. Und jetzt wünsche ich dir was, alles, alles Liebe und wir hören uns dann hoffentlich im nächsten Podcast wieder. Bis dahin. Das war Glückspferde, der Podcast für ein erfülltes Leben im Spiegel der Pferde. Hast du auch eine spannende Geschichte zu erzählen, die du schon immer mal teilen wolltest? Gab es einen Moment in deinem Leben, den die Pferde ausschlaggebend geprägt haben? Dann melde dich gerne bei mir und werde Interviewgast in meinem Podcast. Wenn dir ein Thema am Herzen liegt, über das ich hier im Podcast sprechen soll, dann schreib mir eine Nachricht. Glückspferde bereichert dich und dir gefällt meine Arbeit mit den Pferden? Dann schau doch gerne auf meiner Website www.passion-connects.de vorbei. Wenn du mich noch besser kennenlernen möchtest, besuche mich auf Instagram unter passion.connects. Du möchtest mit mir in Kontakt treten? Schreibe mir auf Instagram eine Nachricht oder schick mir eine Mail an info@passion-connects.de.
Alle Infos dazu stehen auch in den Shownotes. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann folge meinem Podcast, drück die Glocke und teile ihn mit deinen Freunden. So verpasst du übrigens auch keine Folge mehr. Du brauchst Unterstützung im Training mit deinem Pferd? Ich biete auch Online-Unterricht an. Für mehr Infos melde dich gerne bei mir. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge Glückspferde wieder mit dabei bist. Deine Tina.